Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Fit for Trails Online Fahrtechnik Training. Wir sind gerade mitten im Kurvenfahren drin. Das letzte Mal haben wir uns die langsamen und engen Kurven angeschaut. Und heute schauen wir uns jetzt die schnellen und weiten Kurven an. Beim Fahren von schnellen und weiten Kurven unterscheiden wir zwischen zwei Techniken, je nachdem wie der Boden ist und wie die Kurve selber aussieht. Einerseits haben wir die sogenannte Drucktechnik. Das ist die Technik, die wir brauchen, wenn wir sehr einen rutschigen Untergrund haben. Da geht es darum, dass das Bike zwischen den Beinen ablegt. Körperschwerpunkt wandern und mal rüber richtig greifen und kann so mehr Traktion aufbauen. Die andere Technik ist die sogenannte Legetechnik. Das ist die Technik, die wir anwenden können, wenn wir sehr einen stabilen Boden haben, der viel Grip bietet. Oder natürlich immer, wenn wir die Räder irgendwo anstellen können. Anliegerkurven, Steilwand, Wallride. Dort kann man mit dem Bike reinliegen, voll runter und kann so den nötigen Grip aufbauen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Drucktechnik. Die Legetechnik lassen wir bleiben. Wir werden dann jeden Anliegen, um das zu üben. Darum macht es nicht allzu viel Sinn. Die Drucktechnik sieht folgendermaßen aus. Ich zeige es einmal geschwind, dass ihr euch etwas darunter vorstellen könnt. Nachher werden wir dann die einzelnen Schritte zusammen anschauen. Wie schon erwähnt, geht es in dieser Drucktechnik darum, dass man möglichst viel Grip aufbauen kann über die Räder. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr langsame Schulterkurven fahrt, Traverse, die abgefallen sind. Immer wenn man merkt, die rutschen, brauchen diese Technik. Dann werdet ihr merken, die Traktion könnt ihr aufbauen, die wird stärker, ihr könnt besser die einzelnen Passagen durchfahren. Vielleicht generell noch ein Hinweis: Macht natürlich nicht viel Sinn, wenn man die Technik jetzt auf dem harten Boden übt, weil wir werden sie eben brauchen, wenn es rutschig ist. Und wenn wir jetzt mit daheim bleiben, machen wir das so. Aber da ist sicher wichtig, eben dort, dass wir draußen noch probieren, wenn wir wieder raus können auf dem Schotterweg. Also da wirklich merken, wie das Bike dann funktioniert und sich das anfühlt. Es gibt leider andere Kursanbieter, die ihre Kurse immer auf hartem Boden machen. Ich finde das persönlich nicht gut, weil eben es gibt ein falsches Gefühl vom Boden, es gibt ein falsches Gefühl für das Bike. Darum möchte ich ganz klar erwähnen, wie Fit for Trails findet Technikkurse immer auf Kies statt, auf Schotter, dass man wirklich merkt, wie das Bike funktioniert und sich da nicht ins falsche Gefühl von Sicherheit einschleicht. Gut, zurück zum Thema. Die Drucktechnik besteht aus drei Elementen, die man muss beachten, damit es richtig funktioniert. Einerseits wichtig, wenn man das Bike auf die Seite ablegt, ist die Pedalstellung. Das heisst, das Pedal ist auf der inneren Seite immer oben, dass man sicher nicht den Boden aus Versehen berührt. Außen ist es unten, damit das Gewicht am richtigen Ort platziert ist. Wir wollen eben Druck auf die Außenseite des Bikes haben, darum die Pedalstellung hier höch tief. Dann arbeiten wir stark mit den Armen. Der Innenarm ist eigentlich durchgestreckt, der ist vor allem da zum Bike führen. Der Außenarm ist der, der den Druck gibt. Je mehr dass wir mit dem Ellbogen arbeiten, desto weiter runter könnt ihr das Bike legen. Auch wichtig, es kann durchaus extrem sein. Je weiter runter ihr geht, desto mehr Grip könnt ihr aufbauen. Und das Letzte, was ihr machen müsst, damit ihr das Bike noch schön könnt von euch wegstossen könnt, ist ein Hüftknick. Das heisst, ihr müsst bewusst euch die Hüfte rausheben, gleichzeitig das Bike runterlegen. Und so haben das Gewicht auf der Außenseite des Bikes, haben den Sattel auch nicht zwischen den Beinen, sondern der Sattel ist echt neben dem Oberschenkel. Und so könnt ihr auch nochmal extrem weit runter. Das sind drei Elemente: Pedalstellung hoch tief, dann stark mit den Armen arbeiten und eben den Hüftknick noch machen. Ich habe jetzt hier so langsam die Kurven aufgebaut. Das wäre so eine typische Schotterkurve von 180 Grad, wie man sie oft in den Bergen antrifft. Wichtig hier die Liniewahl noch. Man fährt die Kurve von der Außenseite an, zieht dann langsam mit Mitte rein zum sogenannten Scheitelpunkt und lässt sich dann wieder raustreiben auf die andere Seite, damit man die Kurve möglichst viel Schwung und Grip kann durchziehen kann. Sonst noch wichtig, auch hier wieder Blicktechnik. Schaut die Kurve an, folgen mit den Augen dort hin und her fahren. Dann Beistellung. Das Knie nicht zu fest rausheben, auch da, wir haben das Gewicht möglichst zentral im Bike rein haben, also das Knie bleibt beim Oberrohr zu. Die Körperposition ist mittig, schauen, dass ihr auch da das Gewicht zentral im Bike rein habt, nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne, sondern schön um den Sattel. Den Sattel selber kann man natürlich runterlassen, tief haben, dann macht es ein bisschen einfacher mit dem Hüftknick, dann könnt ihr euch noch ein bisschen besser bewegen. Okay, das zum Thema schnell in die weite Kurve fahren mit dieser Drucktechnik. Viel Spass beim Üben
Als nächstes kommen dann noch die Spitzkehren dran mit dem Hinterabversetzen, Königsdisziplin vom Kurvenfahren. Bis dahin, bleiben gesund, bleiben positiv. Ciao zusammen.